Und endlich kann's losgehen. Messerrunde auf Cobblestone zwischen Gambit und Team Spirit. Ja, sieht gut aus. Coldy alleine und der hat keine Chance. Gambit darf sich aus, so wie man startet. T-Side, CT-Side. Bleiben sie stehen oder gehen sie einmal auf den Switch. Sie bleiben beim Stay. Allerdings sehen wir erstmal noch eine kleine Pause. Scheinbar gibt es da ein paar technische Probleme bei Coldy. Und das könnte jetzt den Start weiter verzögern, was sehr, sehr schade wäre. Gerade nachdem die Messerrunde erfolgreich abgeschlossen wurde. Und dann kann's endlich losgehen. Erste Runde in diesem Best of One. Dreimal Kevlar bei Team Spirit dazu. Doppel Smoke, vierer Flash. Gambit mit viermal Kevlar, CZ und eine Granate in den Händen von Seed. Geht erstmal auf einen relativ schnellen Belang Execute. Und schaut hinten erstmal rein, stellt sich defensiv. Währenddessen in der Mitte einzeln Cole, das Ganze abnimmt. Hart hinten. Wir haben mal Adrian gesehen, der zieht sich instant zurück. Gibt noch keinen großen Schaden. Sie bleiben hier eher auf einem, na, 3-4 Mann A-Connector Hold bei Gambit. Natürlich haben Hobbits, haben Seas hier Close and Connecting, die relativ schnell schieben können, genauso wie Mu. Und da ist ja alleine auf der B-Seite drauf, hinten am Chicken. Erster Smoke kommt rein. Team Spirit auf dem Weg über Belang auf die Base Side. Dropper ebenfalls geht's runter. Dima, Sam, Dayang. Jetzt müssen sie aufpassen, müssen Dota rausnehmen. Darf hier keinen Schaden machen. Einer P angeschossen worden. Station ist da. Mu raus. Hobbit raus. Da fliegen die Headshots. Und das sieht verdammt nochmal gut aus für den Spirit. Agent im einzigen 5. Versucht zum Dropper. Keine Chance. Und das war mal eine richtig schnelle Runde von Team Spirit. Einfach drauf, die Headshots. Ich hab gesessen. Gambit hat machtlos ausgesehen. Und somit die Chance für den Spirit relativ gut zu starten. Geht direkt auf die Doppel-AK, Doppel-Galil, eine Mac-10 für Sotfic. Gambit mit einem 5-Mann-B-Stack. Damit gamblen sie leider falsch, denn Team Spirit macht zumindest Richtung A. Flashes, Smokes, Rampe nach oben. Ja, die Info haben sie. Agent hört die Steps, sieht die Granaten rein, schaut mal Richtung Rampe. Und durch die Smoke lerne ich erfolgreich. 5-mal CZ, Kevlar, Mo mit dem ersten, hat die AK in der Hand, schaut Richtung Side. Mo, der macht 3! Na, und das ist unglücklich. Sotfic, Sam Dayang, 2 gegen 3 Unterzahl. Und Sotfic ist angeschossen, Sam Dayang hat noch die AK, das ist nur der Dozer. 1 gegen 2 Unterzahl, CZ only, Futz gegen Side. Mutzia Balkany, Sam Dayang endet erfolgreich ab. Zweite Runde erfolgreich für Team Spirit, aber das war ganz schön knapp. Das hätte durchaus auch anders ausgehen können, nämlich für Gambit. Den Schaden, den sie gemacht haben, der war schon mal nicht schlecht. Aber am Ende hat es nicht gereicht, das Ganze auszuspielen. Somit geht es dann erst nach meiner dritten Runde in die Pistol Eco Round rein. Möglichst viel Geld sparen. Eine P250 hinten für Mu. Weiterhin Doppel-AK bei Team Spirit. Teilt sich diesmal ein bisschen auf. Gerade Richtung Lang, Richtung Dropper, Richtung Mitte und Richtung Alang. So ein bisschen rantasten. Versuchen vielleicht irgendwo ein paar einfache Entries. Man weiß natürlich, Gambit kann nicht wirklich viel Geld haben.
Und sie gehen wieder auf einen 5-Mann-B-Stack bei Gambit. Versuchen's hinten gegen Dima, haben sie gesehen. Kommen jetzt hier mit 2-3 Mann auf einmal rum, aber die Shots, ja, die scheinen bislang nicht so aufzugehen. Währenddessen sie jetzt aus Connector rauskommen, erster Vorteil wieder revidiert worden. 4 gegen 4, aber oben wird entsprechend abgeaimt. Darfcast, close im Connector, Bomber auf A drauf, kann gelegt werden. 3 gegen 4 Unterzahl. Bekommen sie hier vielleicht noch irgendwie einen Frack hin? Ein bisschen extra Geld obendrauf. Vielleicht doch irgendwie eine AK in die Hände. Adrian, Dosa, 2 gegen 4. Wird's hinten über wie lang? Close der Tür, Dopper und steht Darfcast. Und Dosa auch hinten abgeaimt worden von Samda Young. Drei zu null. Also ein nahezu perfekter Start in dieses Best of One für Team Spirit. Gambit in der ersten Byron drin. 1 für 2 Granaten, Vorzugsweise Smokes und Nades, Kevlar, vereinzelt Helme und 5 M4s. Erstmal keine AWP. Erstmal eine Default Hold. 2 auf A, 3 auf B. Adrian smokt sich hin und ab. Hat nicht wirklich viel Schaden. Aber holt sich hier Coldy durch die Smoke. Und dann kann das eben auch Sotfig. Revidiert das Ganze. Vorteil jetzt für Team Spirit. Überzahl 4 gegen 3. Die immer da erfolgreich mit einem Frag auf der B-Side. Sie ist Hobbit, warten zusammen auf B, währenddessen Mu alleine so ein bisschen die A-Side deckt. Ja, Team Spirit lässt sich hier sehr viel Zeit. Ich erstmal langsam mit Lizion, dass man vielleicht auf die Bombside kommt, wo nur ein einziger CT steht. Denn Gambit muss sich irgendwie aufteilen. Gerade hier könnte man vielleicht Glück haben. Der Mu steht unten etwas offensiver. Hat oben Seast als Backup dabei und die stellen sich jetzt Mitte unten close. Darfcast schön abgeamt unten die Mitte. Na, Steps dürfte Seast hören. Flashbang, ja, war extrem stark. Rotation kommt rein von Hobbit. Seast unten close an der Rampe. Schafft es nicht, als mehr Schaden zu machen. Und Hobbit was raus, wird doppelt gemollert und er brennt hier fast komplett runter. 3 HP. Und die Runde ist eigentlich schneller vorbei, als sie angefangen hat. Bombe gelegt, 4 gegen 1 Überzahl. Somit einen sicheren vierten Runde für den Spirit, währenddessen Hobbit nur noch ein einziges Ziel hat. Kevlar, Helm und die M4 durchbringen. Denn die könnten nächste Runde nochmal etwas wichtiger werden. Mit 3 AP natürlich ist er One-Shot. Team Spirit geht schon leicht auf die Jagd, hinten mit Sotfig in Richtung T-Spawn. Aber da hat er erstmal keine großen Chancen, Hobbit zu finden. Erst wenn er wieder Richtung B-Side geht. Die Zeit, die reicht hier auf keinen Fall mehr. $3000 auf der Bank. Gambit muss also nochmal ein bisschen sparen, hat immerhin einmal die M4 von Hobbit. Und die könnte man entsprechend versuchen einzusetzen. Vielleicht was offensiver unten in der Mitte auf A oder B lang. Das gilt bereits mit der Doppel-AWP auf Sotfake und auf Darfcast. Geht wieder auf den Split. Einmal Richtung B, Mitte auf Aim. Natürlich Hobbit. Er muss die Frags machen. Hört hinten die Steps Richtung B lang. Hört den Scope der AWP. Er zieht sich Darfcast erst ein bisschen zurück. Dima aimt noch ein bisschen rein. Natürlich warten sie drauf, dass sie vielleicht gerade mit den Pistols versuchen, auf die Infos zu gehen, ein bisschen rein zu pieken. Dann eben den ersten Vorteil zu holen. Erster Mord auf Richtung Dropper. Den halten Seast und Mo nur defensiv. Und dessen Agent unten vollen Fokus in Richtung Rampe hat. Aber Team Spirit scheint sich hier mit 5 Mann in Richtung B zu orientieren. Dima hinten kommt raus, schaut in die Ecke. Dosia brennt an, muss rausgehen. Und Hobbit auf dem Baum und hat eine gute Position. Die reihen sich für ihn auf, holt sich immerhin 2 ab. Und das ist eine Chance. Moosies im Dropper holt den Headshot gegen Samda Young. Und die Möglichkeit ist da. Aber sie brauchen hier erstmal noch 2 Frags und nicht gegen die Arkas. Adrian alleine weiß, irgendwo Chicken steht. Vielleicht hinten Titanic. Adrian gesehen worden, kommt close gegen die AWP. 9 Health Points auf Darfcast. Und dann sitzt der AWP-Shot. 5 zu 0 für Team Spirit. Gambit
in der zweiten Fulbarons. Und die muss dementsprechend gewonnen werden. Wir haben noch die erste AWP in Händen von Mo, der Rest mit der mit M4s, fast Full Nades, ein Diffuse geht auf Seas. Geht diesmal auf ein 4-1 Hold, lässt also wieder Agent in Richtung A stehen. Lass mal kurz vor durch die Smoke hinten. Die Spirit auf dem Weg Richtung Mitte, Richtung Danger, Richtung Landschaft. Das ist Free Fire, Agent gesehen, die Schüsse natürlich. Hat man mitbekommen, Adrian smoked sich. Nein, erstmal nicht ab, aimt den Schlitz ab, vielleicht mit ein bisschen Glück gegen Sotfi, gegen Cody. Ganz klar, Gambit wartet auf die erste erfolgreiche Runde. Los, ja, offensiver Molotov. Der Flash rein. Da versucht einen oben von der Box rauszuholen. Währenddessen siehst du oben sich einen Dropper boosten lässt, aber da warten sie hinten natürlich. Dima, Sunday Young, aim entsprechend ab. Flash gehört. Und Sunday Young muss aufpassen. Siehst, hat eine gute Position. Währenddessen man es bei Team Spirit erstmal defensiv angeht, nicht offensiv oben rein. Ich weiß, dass er nicht geklärt worden ist, dass da vielleicht einer stehen könnte. Und baut sich wieder mit allen 4-5 Mann in Richtung A-Side auf. Die Info, die scheint Gambit schon zu haben. Sie stehen schon mit 3 Mann da. AWP, Doppel-M4, Steps und so gehört worden. Agent in der Ecke drin, Flashbang ist gut. So, die müssen den checken, tun sie auch. Move on to Train wird ebenfalls attackiert. Hobbit von der Holz aus, von der Hand, holt sich ein, holt sich zwei. Move kann traden. Und die Überzahl ist da für Gambit. Sunday Young und Sunfig. Von hinten kommen sie in der Rampe. Keine Chance. Und diesmal sah das deutlich besser aus für Gambit. Erste Runde ist geschafft. Jetzt heißt das Anknüpfen. Mo, mit der Orb wieder. Der Peak hinten Richtung B. Hat keinen gesehen. Aushält jetzt Molotov. Mo ist da, um rein zu peaken. Oben auf der Box steht Sotfig. Der hat die Ulti gesehen. Sieht zwei. Holt fast den Doppelkill raus gegen Dose, gegen Mo. Diesmal muss Gambit noch das Ganze in der Unterzahl ausspielen. Dose ja hinten close, switcht auf die AWP. Ja, Dima wäre da. Unglücklich den Shot nicht absetzen können gegen Dima. War ein bisschen schneller mit der AK. Zwei Mann haben sie den Vorteil. Hobbit hinten mit der Orb wieder Richtung Belang orientiert. Seized onside. Und Adrian bereits im Connector drin. Währenddessen Team Spirit wieder über die Mitte. Über Alang das Ganze in Richtung Assad spielen möchte. Da natürlich finden sie nur einen einzigen, der das Ganze hält. Wir müssen nur schauen, dass sie hier die Rotation von der B-Side entsprechend mit einkalkulieren. Oh, peak mal, sieht zwei, AWP-Shot nicht getroffen, einer Popflash mal raus, die ist gut, Agent aber schafft nur einen. Dima kann traden, Hobbit abgemollied, kann erstmal nicht nachkommen. Jetzt durch den Molotov durch. Smoke kommt rein. Sitzt nicht, nicht optimal. Und Hobbit schaut, ob er vielleicht noch was sehen kann. Irgendwie an der Smoke-Kante. Von hinten kommt Seast mit dem Backstep Richtung Mitte. Aber da steht Sotfig, aimt das Ganze ab. Und dessen Hobbit erstmal ein bisschen verhungert, was die Frags angeht. Was die Infos angeht. Und dann eben geht man das Ganze sichern. Keine zwei Runden. Hobbit. Immerhin bringen sie die Waffen durch. Dies könnte noch eine Waffe legen. Vielleicht noch eine Farmas für Dosia. Mal schauen, ob das reicht. Triple Rifle, eine UMP, eine Pistole, ein paar Granaten, Kevlar, zwei Defuse Kits bei Gambit.
Ganz klar, was das Equipment angeht, ein bisschen Defizit, wenn das auf den schnellen Wege geht, Flashbangs rauswirft, hinten Dozier hinterm Cube wartet, damit siehst und mit Hobbit stellen sich Klaus und die Smoke an. Vielleicht mit ein bisschen Glück für Close Distance. Hobbit, ah, macht gut Schaden gegen zwei. Möglichkeit ist da. Zwei schnelle Frags für Dozier, aber hinten stehen sie eben das Ganze ab. Adrian raus und alles liegt an Seast. Der hat die mal gesehen. Auch er natürlich, das hat sich verraten, sich entsprechend gezeigt. Wird doppelt abgeaimt. Und Team Spirit kämpft sich nah dran an die sichere Halbzeitführung auf der T-Side. Erneute Pistol Eco für Gambit, eine P250, eine Smoke. Auch Adrian kauft nur eine Pistole nach. Aber mehr ist hier vom Geld her einfach nicht drin. Geht wieder auf einen breiten Aufbau. Möglichst nicht zu schnell angehen. Dreimal in der Mitte, zwei Richtung B. Beast versucht's mal und einen Coldy gesehen, aber der bekommt erstmal keinen großen Schaden. Hobbit wird ein bisschen rausgeforst. Agent wäre auf lang da. Siehst es raus hinten. Vielleicht schafft das Yamo. Nein. Hobbit endlich. Erster Trade. Weiterhin eine Ein-Mann-Unterzahl für Gambit. Und das mit Only Pistols in dieser Runde. Bleibt hier mit einem 2-1 Holz. Hobbit unten mit der Klaus will die AK aufsammeln. Die UMP, die da liegt. Anschuss 13 HP. Mitte die Steps. Die hört Agent. Vielleicht mit einem kleinen Backstep. Könnte durchaus aufgehen. Coldy schaut in die Ecke rein. Hobbit ist hier komplett getrappt. Und Adrian mit der Chance. Sneaky Beaky vielleicht gegen 3-4 mal einen Backstep hinbekommen. Nein. Sundayan entsprechend rein. Dozier. P250 gegen 4 Mann. Sneakt sich aus der Smoke raus. Hat der Afgas gesehen. Holt den ersten. Aber unten wieder Sundayan, der das Ganze aufhält. Dozier keinen weiteren Frag zusichert. Voller Fokus auf die Baron. Sie brauchen den Gewinn. Diese Waffenrunde. Adrian hört die Steps auf lang. Mo ist mit da. Sie könnten zu zweit durchaus das Ganze halten auf der A-Side. Raus ja mit der Farmers. Und wieder bekommt jemand den Entry auf der B-Side. Und wieder muss sich Gambit umstrukturieren. Spirit schiebt rüber Richtung B und sicher den ersten Entry gehabt. Sie ist hinten mit der Farmers Defensive, Hobbit im Dropper. Da kommt Sundayan mit einer Smoke mit dem Molotov. Der Rest schiebt nach, unten steht er noch nicht. Und sie ist defensiv. Peak nochmal rein, holt sich Dima. Er weiß, dass da mehr sein könnte. Flashes gehen auf, Granaten runter auf 50, Molotov forst ihn raus. Für den zweiten reicht's nicht. Und wieder ein Mann weniger, aber Hobbit auf die Long Distance. Versucht zu viel am besten mit der MPM Spray. Macht gut Schaden gegen Sundayan. Aber auch hier sitzen die Shots durch die Smoke von Coldy. Und Adrian kann nichts anderes mehr machen, als hier wieder den Versuch zu starten, die Waffe durchzubringen. Nicht mal das schafft er nachher noch gegen Sotvik. Also, 9. Runde, 8 Runden Führung. Gambit wieder sehr, sehr begrenzt, was die Economy angeht. Und wenn Team Spirit so weitermacht, haben sie eine vielleicht relativ schnelle zweite Hälfte vor sich. Gehen auf einen 5-Mann-A-Lang-Push mit einer ersten hohen Flash. Diesmal Team Spirit ab Richtung B und sie scheinen das genau zu readen. Das Stack von Gambit wieder eine eigentlich gute Idee, eine gute Option, aber leider wieder auf der falschen Bombside. Natürlich hinten aimt Sundayan ab, muss aufpassen. Los, ja, sie kommen zu zweit, holen sich die erste AK in die Hände.
eben gilt es wieder durchzubringen. Möglichst nicht mehr zu riskieren. Ich bin deshalb auf dem Weg in Richtung A lang. Im Connector-Shed siehst hinten Moment der Peter 15 Richtung T-Spawn. Team Spirit kann eigentlich nicht groß weg, aber natürlich in der Ecke bekommen sie nicht wirklich viel Schaden. Zumindest überleben sie das. Wurden jetzt langsam nochmal Richtung. Na, T-Spawn. Moment, das Flash kommt raus. Die war gut. Reicht nicht. Und immerhin die Arkade durchgebracht. 10:1 für Team Spirit. Gambit weiterhin auf der Suche nach der zweiten erfolgreichen Runde. Und bislang gibt es da keine großen Chancen. Team Spirit, das Aiming sitzt, die Taktiken, die Reads sind da. Und Gambit hat da aktuell nicht wirklich eine große Chance. Wieder Split-Aufbau. Er versucht zusammen hinten Richtung A abzuaimen. Richtung B lang das Ganze anzugehen, Dropper abzuaimen. Gambit hinten auf A lang an der Rampe. Einer im Dropper und zwei hinten mit Fokus Richtung lang. Und sie warten, Gambit, auf die ersten Infos, die Team Spirit abgibt. Darfcast mit der Bombe in Richtung B-Side. Dima steht close, aimt da so ein bisschen die Gap oben rechts ab. Aber Mo hält das Ganze defensiv, smoked nochmal nach. 60 Sekunden für Team Spirit. Und weiterhin aufgeteilt mit 2-3. Zadfik, Cody mit den ersten Aggressions Richtung A-Side. Molotov, Flashes, alles rein. Adrian zieht sich zurück, genauso wie Dossier. Na, die ersten Steps hört man. Nächster Smoke im Anschlag von Adrian, der die Info hat. Und daneben geht's rüber Richtung B. Erster AWP ist raus, große Geschichte. Hobbit kann traden, muss aufpassen. Und da steht noch einer. Da kommen sie hinten alle nach. Cube kommt da close. Darfcast ist da mit der AWP. Surfer gamed up. Darfcast sieht Stein. Schießt einfach durch den Baum durch. Und es ist Adrian. Und die Frage: 1 gegen 4. Wer hat Kevlar, Kit, 3 Nades und die Arca in der Hand? Hört die Steps close? Something über das Window. Something über die Tür. Doppelpeaken. Kommt. Info ist da. Was kann man ändern? Was kann man anpassen? Gegen aktuell gottgleiche Spieler von Team Spirit. Die machen nicht wirklich viele Fehler. Also spielen das wirklich perfekt gegen Gambit. Frühe Granaten rein. Dossia, er hat die Steps in der Mitte unten gehört. Force die S-Rotation von Adrian und auch von Seas so ein bisschen. Na, Flashbang war gut, aber unten ist Sander Young nicht ja blind gewesen. Durch die Smoke mit einer Chance. Da kommen sie erst spät, muss reloaden. Hinten Dose ja defensiv. Ah, da kommt Dima rein. Ich muss hier so ein bisschen Richtung lang den Fokus haben. Im Window, da kommt bereits Cody mit einem, nicht den zweiten. Munkern traden mit der Orb. Überzahl weiter mit einem Mann für Team Spirit. Und dann fliegen wieder überall Flashes und Granaten rein. Und Mo sieht nichts. Gar nichts. Schaut Richtung Holz, schaut Richtung Side. Hinten Dose ja durch die Smoke durch. Und da steht Dima. Hängt das Ganze weiterhin ab. Kommt mit der AK. Headshot fliegt instant. Du weißt Bescheid. Versucht zu prefiren. Und dann geht's erneut zurück. Waffen durchbringen. Sie brauchen alles, was sie irgendwie aufbringen können. Und ganz klar. Jetzt höre ich weiß, Team Spirit. Die Waffen, die sind das Heiligste für Gambit. Mo mit einem, Dima kommt und close, holt sich den zweiten. Vielleicht ja noch Sotvik gegen die Steas, gegen die AWP, es reicht nicht. Und gegen drei Mann kann Gambit immerhin die AWP und eine M4 behaupten. Nur noch zwei Runden, die sie hier maximal rausholen können. Aus der City-Side auf Kabel.
Wir haben eine AWP, zwei Rifles und eine Mag 7 für Hobbit. Adrian seized doppelt hinten lang, dass man einen direkten Refrag hat. Sudfig kurz angebrannt mit der ersten Flash bereit. Aber da stehen sie erstmal defensiv. Sie hören die Steps, wissen, dass lang ein bisschen was kommt. Adrian, Molotov, Flash ist nicht blind, aber dafür Sudfig. Adrian, der Doppelfrag. Und das ist eine Chance. Überzahl jetzt mal für Gambit. Das dürfen sie auf gar keinen Fall einbüßen. Die müssen jetzt hier eine Überzahl weiterhin am Laufen halten. Hobbit unten am Dropper. Erste Smoke kommt rein. Weiß, dass da mehr kommt. Auf Flash ist alles Hagel. Ich komme mit der Mag 7 zum ersten Hobbit. Zum ersten. Und zum zweiten reicht's nicht ganz. Und dann ist der Darfcast hinten auf Alang. Sam der Young angeschossen. 19 HP. Da kommt Seastorm mit der AK Close Distance. Guckt nach oben. Jawohl, der langt einen Shot. Und alles liegt an Darfcast. Adrian sneakt sich hinten Richtung Balcony. Hört die Steps in Richtung Outside. Den Baumplant mitbekommen. Granate raus. Könnte ein bisschen Schaden machen. Macht wenig gegen Darfcast. Und der muss gegen Dreimann ran. Deagle, Close Distance. Oben schafft das nicht drauf. Hört die Steps rechts, links. Lang kommt. Connector kommt. Holt sich einen. Aber keinen zweiten mehr. Und endlich, endlich scheint Gambit vielleicht ein bisschen wach zu werden. Zweite Runde. Auf der CT-Site. Aber wir sind schon angekommen. In der 15. Runde. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Gambit. Kann maximal von der 2 noch auf der 3 kommen. Und die Spirits. So viele sicher. Das war schon mal fast eine nahezu perfekte erste T-Hälfte. Geht aufs defensiven Holz. Da hinten, Mo, unglücklich rausgenommen. Hobbit muss instant nachhelfen. Auf A lang steht Adrian. Da kommt Goldie, Sudfig, wieder bereit mit der ersten Flash reinzugehen. Reefer gegen die AWP gegen Darfcast. Der Trail Damage ist gar nicht mal schlecht. Adrian peekt rein. Schüsse auf lang gehört. Zweiter Hand 2-2 haut bei Gambit, währenddessen Seast offensiv vor B geht. Und da könnte er durchaus den allen anderen Vorteil rausholen für sein Team. Er hört oben die Steps in Richtung Dropper. Er weiß, dass er da drin steht. Kommt ganz langsam nach, ist nicht gegen Darfcast und er weiß, da wird nur ein bisschen Lärm gemacht, holt sich die AWP raus. Jetzt muss es schnell gehen, unten in der Mitte kommt, die schauen nicht nach links, Agent mit 2, Sudfig raus, Cody alleine. Und der muss gegen 4 Mann, alles gesehen worden. Wird bereits gedoppelt von Dose hier von Agent, sie aim unten, Mitte, alles ab, Bombe liegt down. Und Cody muss warten, 25 Sekunden, Stein steht, Cody zum zweiten. Beide jetzt oben an der Rampe, Hobbit und Seas. Seas schaut rein, fällt ebenfalls raus. Cody im 1 gegen 1. Aber die Zeit. Die Zeit. 10 Sekunden, Hobbit. Peek nach. Und dann endlich sitzt der Shot. Dritte Runde für Gambit. Und jetzt kommt's drauf an. Auf die erste Runde in der zweiten Halbzeit. Ganz klar, jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Taktikbesprechung. Vielleicht schafft man es ja bei Team Spirit mit ein bisschen Glück,
vielleicht mit einer Strategie, die Gambit nicht kennen kann, die erste Runde überraschend zu gewinnen auf der City Side. Schauen, was sich Team Spirit hier ausgedacht hat. Pistol Round. Zweite Halbzeit. Weiterhin 12:3 Scoreline für Team Spirit. Wir sehen 5-mal Kevlar bei Gambit, 4-mal Kevlar, Kid, Doppelflash bei Team Spirit. Geht erstmal auf ein 2-3 Hold und gerade hinten auf A. Sam Dayang darf Cast mit den 2 Offensiv-Peaks. Erstmal auf Infos gehen, das Ganze noch etwas defensiver halten. Unten darf das für den ersten Infos, Long Distance, USP. Und das sind der Rest schon bereit vor B. Die Rotation kommt rein. C, Stones ja schieben rüber und dann eben soll's vielleicht schnell. In Richtung B gehen. Chopper. 1-2 Mann raus. Hinten lang. Dima gedoppelt. 80 HP. Close Distance lang geschossen. Und da fliegen diesmal die Headshots. Auch für Gambit, aber Team Spirit kann traden. 2 gegen 2. Softfake hinten im Chicken. Holt sich den Seas draußen. Alles liegt an Hobbit. Der weiß. Chicken steht. Chopper irgendwo Connector. Sam Dayang aimt Richtung Q. Richtung Stein. Softfake sieht ihn. Sam Dayang kommt verschoben. Und das ist die 13. Runde für Team Spirit. Gambit muss zittern. Denn Team Spirit kann jetzt ganz schnell hochgehen. Auf eine 15. Runde, auf eine sichere Overtime. Gambit mit Pistolen und Kevlar. Hinten Richtung Alang, Mo. CZ einfach offensiv rein, die Ecken ein bisschen gecheckt. Der erste Flash kommt, ist komplett blind, aber da pieken sie nicht nach. Darfkast oder Sam Dayang. Die ziehen sich defensiv zurück in Richtung Bombside. Währenddessen Adrian vor B wartet. Vielleicht pusht da ja was offensiv von Team Spirit. Aber auch der Rest des Teams kommt langsam nachgeschoben. Eben über Dragonlaw in Richtung Belang, in Richtung Dropper. Nur Dosia, der aktuell noch so ein bisschen versucht, in Richtung A-Infos zu bekommen. Diegel, vielleicht 1-2 Lucky Headshots und die Runde gehört Gambit. Dima geht auf die Infos. Dessen unten Dosia Rappe hochgeht, holt sich Sam Dayang. Ja, erster Entry sitzt, Softfick dort rum. Schafft es nicht, Unterzahl 1 gegen 4. Und das sieht gut aus für Gambit. Bombside ist offen, Bombe ist gelegt, Darfcast alleine. Gambit bereits mit einer Farmers in den Händen von Hobbit, MP9 bei Adrian, UMP bei Seast, M4 für Dosia. Und alles, was hier Darfcast noch machen kann, ist weiterhin Schaden austeilen. Möglichst wenige Waffen für Gambit in die Runde durchgehen lassen. Season der UMP, Long Distance Spray sitzt. Und es gibt keine schnelle 15. Runde für den Spirit. 13-4. Und erstmal eine taktische Pause. Gibt's da jetzt eine Special Strat von Team Spirit. Wir sehen, da geht's in den Forstball rein. Eine UMP, 4 Pistols, 4 Smokes, eine Flash, Kevlar. Gambit mit 3 Rifles.
Eine AK, eine M4, Doppel-Farmers, eine MAC-10 für Adrian. Und erstmal vier Mann in Richtung A. So, denn unten Mitte steht Duffcast mit der Deagle. Sieht rein, sieht los, ja, sieht 2, sieht 3. Cody hat die Info, Mitte gehen sie raus. Ohne Flash, der bleibt da durch, Cody! Oh, der macht fast 3! Das ist teuer für Gambit! Denn sie haben jetzt ganz schnell eine Überzahl hier, Spirit. Softing kommt raus, P2P, die holt sich ein, für den zweiten reicht's nicht. Die mal hinten im Balcony, Sam Dayang auf lang. Und ich höre die Steps an der Rampe. Kommen mit Nades, vielleicht noch ein paar Granaten reinwerfen, vielleicht irgendwie mit ein bisschen Glück die CTs rausnehmen. Und dann aber geht's in den Connector rein. Sie sind ein Close. Hat er viel Glück. 11 AP angeschossen, Sam Dayang. CZ, Kevlar gegen 2. Sie ist das One-Shot. Dawsia hat 80. Und sie ist wie das Ganze in der Smoke, zwischen Tür und Smoke im Connector. Sam Dayang kommt über den Dropper. Da steht Dawsia. Fünfte Runde für Gambit. Sie scheinen sich ein bisschen gefangen zu haben, auch wenn die Runden aktuell gegen die etwas stärkeren deutlich teurer sind. Man immer 2, 3 Spieler verliert, immer entsprechend das Ganze nachkaufen muss. Den Spirit in der Pistoleco. Gehen auf den 5-Mann-B-Stack. Da steht Seast alleine mit ein paar Granaten. Molotov, Nate fliegen beide nicht wirklich Richtung Side. Wieder gibt es hier einen einfach 3-4-Mann-Argo. Einfach durch. Natürlich stehen sie im Connector drin. Adrian. Wir wissen jetzt Bescheid. Gambit mit dem B-Stack. Und dann geht's zurück. Bloß keine Frags. Bloß keine Waffen abgeben. Cross Distance. E2, E3. Muss aufpassen, muss nachladen. Da kommt Sam Dayang. Adrian, auch er fliegt raus. Wenn man 2 gegen 2 mit Duffcast, der jetzt die Arke in der Hand hat. Schaut Richtung Turm, ist gesehen worden. Onside steht noch. Und wenn ich sehe, der hier ganz einfach nachsetzen kann. Ohne Kevlar das Ganze. Nicht wirklich holbar für Duffcast, aber der Schaden wieder 3 Frags gezogen. Und das mit Pistols only. Und das tut weh bei der Economy bei Gambit. Sehen aktuell 6-2 bei Seast, 7 bei Dose, der Rest mit weniger als 2.500. Gambit wieder mit einem schnellen Vego, einfach durch, lieber hinten, close an der Smog, ist bisher nicht gesehen worden, Sotfig muss aufpassen, hinter ihm kommt Sotfig zum ersten, lieber close an der Stairs, lieber mit der F4, der Doppelkill geht nicht auf, das hätte es sein können, Cody, Sam Dayang, Doppelboon, und seit stehen sie, Dawsia angeschossen, 12 AP, und das ist die 14 für Team Spirit. Ganz einfache Runde, Gambit überschätzt sich auf der B-Side. Schafft es nicht, die Entries zu sehen. Die Smokes liegen zu gut. Auch für Team Spirit. Natürlich heißt das jetzt anknüpfen. Team Spirit mit vollem Investment, genauso wie auch bei Gambit. Und jetzt, wenn sie die Runde nicht holen, Gambit, hat Team Spirit die sichere Overtime drin. Dann heißt das 15-6 und 9 Matchpoints. Deshalb geht man eben nicht mehr auf Fassfinder, sondern eben ein bisschen aufteilen, Richtung Belang, Richtung Dropper fixieren, Richtung Mitte, Richtung A-Lang, überall mal rantasten. Und Team Spirit weiß das, deswegen steht man hier komplett defensiv, schaut ebenfalls auf die Long Distance rein. Bisher in dieser 6. Runde der 2. Hälfte nicht wirklich viel gesehen bisher. Keine großen Aggressionen. Natürlich liegen überall noch Smokes. Der Spirit hat sich schon fast komplett verausgabt. Nur noch eine Nade, 3 Flashes und eine Smoke bei Duffcast. Geht er eher auf den B-Call? Denkt er, dass Gambit am Ende in Richtung B geht? Da flashen jetzt 3-mal in den Dropper rein, um hier reinzugehen, das Ganze einzunehmen. Siehst es da oben, schaut nach links. Schaut nach rechts. Gruppieren sich jetzt verstärkt im Connect, denn sie wissen nicht, wo es hingeht.
Darfcast holt sich Dossier auf A. Und jetzt eben geht's über Jaffa über lang auf die B-Seite drauf. Softrick oben, Baum zum ersten. Softrick den zweiten gesehen, versucht's erstmal so ein bisschen den Baum zu tänzeln. Und das war ein brillanter W-Hall von dem Spirit. 15. Runde, wie schon angesprochen, 9 Matchpoints für das russische Team. Und Gambit muss zittern. $2000 und 9 Runden, die man am Stück holen muss. Eine AK, ansonsten Pistols only. Richtung Alarm ist gut. Darfcast auf jetzt. Trotzdem ist der Shot da. Und er ist hier natürlich. Hobbit Dossier versuchen so ein bisschen zu traden. Richtung A relativ schnell ranzugehen. Darfcast zum zweiten. Dossier muss zurück. Man forst schon so ein bisschen die Rotation von Sotfic. Ist eine Möglichkeit, gerade gegen Diba hinten auf B vielleicht nur einen CT zu haben. Aber da finde ich, brauchen Adrian und Seas noch ein bisschen, denn doch lag die Smoke. Man hat nichts sehen können. Schaut, hat ihn gesehen. Info ist da. Pre-Fight ein bisschen auch. Sotfic ist mit dabei. Kommt von der Seite. AK ist raus. Sie ist, schnappt sie sich. Versucht's. Und den ersten, den zweiten. Zwei schöne Entries. Und jetzt eben los in der Mitte. Der Rampe fällt aber raus. Und alles liegt an Seast. Und bereits Cody, der den Cross-Up aimt, möglichst nicht in Richtung Bombside laufen lässt. 50 Sekunden. Immer noch ein 1 gegen 3. Aimt langsam ab, schaut Richtung Dropper, Richtung Statue. Onside dürfte er Cody gehört haben. Der macht ein bisschen Steps und baitet für seinen Teamkollegen. Der wartet nur, dass Darfcast mit der HWP hinten rumkommt. Cody, keine Infos. Sie sneakt sich close ran. Oh, trifft die Shots nicht ganz. Das ist unglücklich. Und das war's. Good game. Well played. Team Spirit bezwingt Gambit mit 16 zu 6.